Ja, nicht nur der Nikolaus hat gestern bereits Geschenke gebracht, sondern auch die Profis des SC DHFK Leipzig packen fleißig Geschenke ein für das Nikolaus-Spielfest am Samstag. Und was dieses Nikolaus-Spielfest genau ist und welche Aktion da noch dahinter steckt, das fragen wir jetzt mal genauer nach. Ja, und bei mir ist jetzt Kapitän Simon Ernst, der mir jetzt erklären wird, was es genau mit dieser Aktion auf sich hat. Simon, ich habe schon gesehen, ihr habt ganz fleißig schon die Päckchen gepackt. Wofür? Für welche Aktion wurde das jetzt gemacht? Am Samstag findet in der Gruberhalle direkt gegenüber hier von unserer Arena ein Kinderturnier statt, Nikolausturnier, und da gibt es dann im Anschluss im Rahmen der Siegerehrung kleine Präsente für die Jungen und Mädels, die da mitspielen, und dafür haben wir jetzt Pakete zusammengepackt, die von Rewe gesponsert wurden. Seit wann macht ihr bei dieser Aktion mit und für das wievielte Mal ist das für dich persönlich? Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Ich muss sagen, von Jahr zu Jahr werden wir schneller. Also auch da ist eine Entwicklung erkennbar, und ich habe gerade auch mal nachgefragt, seit 2007 gibt es diese Tradition mittlerweile hier beim DHFK. Ja, und jetzt ist ja mit diesem Nikolaus-Spielfest auch eine große Aktion verbunden, denn es geht ja auch darum, in der Weihnachtszeit bedürftigen Kindern zu helfen. Genau so ist es. Also auch wir rufen auf in der Weihnachtszeit mit Spenden, wie du es gesagt hast, bedürftigen Kindern zu helfen, und dafür gilt es am Samstag im Rahmen des Nikolaus-Turniers Spielsachen in der Ernst-Grube-Halle vorbeizubringen zwischen 10 und 15 Uhr. Und ja, im Namen der Mannschaft, im Namen des Vereins rufe ich da nochmal auf, euch möglichst tatkräftig bitte daran zu beteiligen. Ja, und im Zuge dieser Päckchenaktion hat der SC DHFK Leipzig mit Rewe seine Partnerschaft verlängert. Neben mir steht jetzt Frank Hofmann, Vertriebsleiter von Rewe. Herr Hofmann, Sie sind jetzt schon sehr, sehr lange Partner vom SC DHFK Leipzig. Was bedeutet Ihnen diese Partnerschaft und was waren die Gründe, auch damals zu sagen, wir werden jetzt Partner vom SC DHFK und wir verlängern jetzt auch nochmal den Vertrag? Ja, letztendlich ist es so, dass das Sponsoring-Paket von unseren Kaufleuten hier in der Region Leipzig getragen wird, und der Ursprung lag im Jahr 2008. Das war noch vor meiner Zeit in der Zuständigkeit, und da haben einige Kaufleute mit dem Verein da die ersten Dinge in Richtung Sponsoring-Vertrag unternommen und gemeinsame Zusammenarbeit aufgebaut. Und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 15 Jahre und es war bisher eine tolle Partnerschaft, und wir freuen uns, dass wir jetzt das natürlich auch verlängert haben. 15 Jahre, Sie sagen schon sehr, sehr lange Zeit. Wie profitiert der SC DHFK Leipzig von Rewe und wie profitieren Sie aber auch jetzt von dieser Profimannschaft? Ja, ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, und wir haben viele Dinge, ich nenne es mal einfach mal gleiche Wertevorstellungen, ne, in Themen wie Nachhaltigkeit, die aktuell sind, soziales Engagement, wo wir viele Dinge gemeinsam machen, gerade wie diese Aktion jetzt hier für die Kinder zum Nikolaus-Spielfest ist seit Jahren gelebte Praxis, und für das letzte Heimspiel haben wir auch noch eine Kleinigkeit vor, die wir gerade in Abstimmung sind, und von der Seite her, glaube ich, sind wir zwei Partner, die da gut zusammenpassen und von vielen Dingen gegenseitig profitieren. Ja, sind wir natürlich gespannt, was das für eine Aktion ist, und beglückwünschen Sie natürlich erstmal zu der Verlängerung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Also Sie haben es schon gehört von Simon Ernst, die Profis werden auch beim Packen dieser Päckchen immer schneller. Das heißt, diese ganze Aktion hat jetzt doch nur 10 Minuten gedauert, ist jetzt schon vorbei. Alle Päckchen sind verpackt, das Nikolaus-Spielfest am Samstag kann kommen. Und ja, Sie sind nochmal aufgerufen, liebe Zuschauer und Zuschauer, auch zu spenden. Entweder am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr in der Ernst-Grube-Halle können Sie alte Spielsachen vorbeibringen, neue Spielsachen, ganz egal. Oder am Dienstag beim Pokalspiel gegen die MT Melsungen. Da gibt es auch nochmal eine Möglichkeit, Gutes zu tun und bedürftigen Kindern etwas zu spenden.